Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute geht es um die Mod Godzillaak, also nicht Godzilla, sondern Zillaak. Es ist auch, glaube ich, kein richtiger Godzilla, oder? Ich weiß nicht, die Godzilla oder die Kaiju-Experten unter euch, aus welchem Godzilla-Universum stammt dieses Design? Weil ich kenne eigentlich nur diese anderen Designs. Ich meine, die ganz alten aus dem japanischen Original, also die ersten Filme. Und ich kenne jetzt die aktuellen Filme und Godzilla hat ja nicht so diese Form. Oder gab es auch eins, wo Godzilla so eine Form hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat so ein bisschen auch Reaper-Styles, ganz wenig. Diese Mod bringt auf jeden Fall Godzilla rein oder Godzilla, aber nicht einfach so. Ja? Also es ist nicht so, dass ihr sagt, okay, ich crafte jetzt irgendwas und kann Godzilla bekommen, sondern man muss wirklich ein bisschen Aufwand betreiben. Und das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, weil der macht schon richtig guten Rambazamba, also Damage geht das Ding gut ab, aber ihr müsst dafür auch was tun. Die Mod, um die es hier gerade geht, ist die Godzilla TLC Mod. Also hier von hier Pepzilla oder Pepzilla. Also um diese Mod dreht sich hier gerade, die wir uns hier angucken. Und im Endeffekt läuft das Ganze so ab, ihr braucht einen Altar, aber ich zeige euch auch gleich, wie man die ganzen Sachen bekommt. Auf einem Altar könnt ihr dann Köpfe platzieren und ihr braucht eine Schmiede. Ja? Also wir gehen einmal ganz kurz den Prozess so gesehen einmal durch, um einen Godzilla zu bekommen. Ihr habt im Endeffekt jetzt bei euch im Ort, also im Inventar jetzt hier im Prinzip einen Ordner mit Godzilla und da findet ihr hier Strukturen, da Tempel. Da platziert als allererstes den Tempel, der kostet 500 Steine. Und ihr craftet euch im Endeffekt Godzilla Lark Ikone oder Lark Icon, ja. Die craftet euch auf jeden Fall. Die kosten aber 50 Elemente. Da fängt das erste schon mal an. Die benötigt ihr und diese Köpfe platziert ihr auf diesem Altar. Die produzieren passiv eine Energie. Die kommen uns gleich an, dauert ganz kurz, bis sie da ist. Und ihr bekommt als zweites, solltet ihr euch halt dann herstellen, findet ihr Strukturen, nämlich dann die Forge oder Uranium Forge. Aber auch diese seht ihr, braucht relativ, ja, na gut, wo das geht. Die kann man auch recht früh craften, weil Uranium Dust, wenn ihr sagt, wo kommt man denn Uranium Dust her, ist ganz einfach, das ist eine neue Ressource. Die craftet ihr mit Acid und mit Metall. Und Acid craftet ihr einfach aus Zündpulver und Öl. Also das heißt, diese Ressource kommt man auch relativ früh dran. Das heißt, ihr macht euch Zündpulver, Öl, macht euch dann so ein bisschen Uranium Dust und mit Uranium Dust und den anderen Sachen, dann stellt ihr im Endeffekt die Uranium Forge her. Und dann habt ihr dieses Teil hier. Das hier ist dafür da, um aus Element im Endeffekt Melt, also hier geschmolzenes Element herzustellen. Das heißt, hier bekommt ihr halt dann am Ende, können wir das Ding auch herstellen? Nein, zeige ich euch. Hier braucht ihr halt Element. Also wir gehen dann hin und machen dann hier, ich kann euch ja mal ganz kurz Element, so zack. Packen wir jetzt hier rein in die Schmelze und halt diesen Uranium, das, den brauchen wir noch zusätzlich auch noch als ja, als Ressource zu verbrennen. Dann verbrennt ihr das. Das Ding wird extrem warm. Also man kann sein, dass man auch hier Hitze bekommt, wenn man davon der Nähe ist. Sieht unten ist dieses Hitzesymbol. Solltet ihr vielleicht nicht bei euch in der Base machen, oder das Ding ist ganz schön krass hell. Und im Endeffekt stellt ihr da drinne jetzt dann das geschmolzene Element hier. Auch das lasse ich mal ganz kurz durchlaufen. Dann, wie gesagt, seht ihr diese Köpfe hier, die produzieren jetzt diese Godzilla-Energie. Ja, ich kann die mal ein bisschen rüberpacken, dann seht ihr die besser, wenn ihr kann. So, die produzieren. Diese braucht ihr im Endeffekt auch. Also davon braucht ihr recht viele. Ihr könnt auch nur einen Kopf drauf platzieren, aber im Endeffekt drei Köpfe geben euch mehr. Aber es geht rein schon auch ein einziger Kopf. Ihr braucht einfach nur im Endeffekt diese Ressource. So, wie gesagt, und hier bekommt ihr dann dieses Melted Element. Ja, so, wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr das Ei herstellen. Incubating Godzilla Egg. So, und dafür braucht ihr im Endeffekt Artefakt der Stärke, ein befruchtetes Carachodontosaurus-Ei, Melted Element, dieser erste Punkt oben ist diese Energie, die wir gerade eben gesammelt haben, Artefakt der List, Artefakt des Gewaltigen und im Endeffekt den Drachenkopf auf Beta. Wenn ihr diese ganzen Ressourcen zusammen habt, dann könnt ihr euch im Endeffekt ein Godzilla-Ei herstellen und dann bekommt ihr hier im Endeffekt das Ei. Ja, so, und das sieht dann im Endeffekt hier so aus. Das ist dann im Endeffekt das Godzilla-Ei, ja, so, man kann es auch wieder aufsammeln, das könnt ihr im Prinzip dann ausbrüten, ich werde es nochmal ganz zu sehen, ich finde es ganz cool, dass das Ei hat auch eine sehr schöne Optik hat, und im Endeffekt dieses Ei, ja, ihr seht jetzt hier unten, Brutdauer, so, es brütet jetzt auch hier, und das könntet ihr rein theoretisch, jetzt durchlaufen lassen und dann würde im Endeffekt einfach ein euer Godzilla spawnen. Wie gesagt, wir können das mal ganz kurz ein bisschen beschleunigen.
So, das Ei müsste jetzt eigentlich gleich schlüpfen. Ich habe mal mit Slow-Mo den Server mal 10 Minuten lang beschleunigt laufen lassen. Oder den Singleplayer besser gesagt. Und dann gucken wir doch mal ganz kurz, wie lange braucht das Ei jetzt noch? Ja, 27 Sekunden. Okay, also lassen wir es gleich mal ganz kurz durchlaufen. Wir können auch hier Slow-Mo jetzt ein klein wenig beschleunigen. Ja, so hoch kann man das gar nicht einstellen, habe ich mal gerade geguckt. So, und ihr seht, jetzt ist da im Endeffekt ein kleiner Godzilla gespawnt, so hier zack, unser Baby. Und das können wir jetzt im Prinzip annehmen und können ihn auf jeden Fall, ja, großziehen. Ganz wichtig, Leute, ist, dass Godzilla jetzt nicht nur, wenn man diesen ganzen Aufwand betrieben hat, um ihn zu bekommen, ist noch ein einziger nächster Schritt dazu, nämlich das Essen. Nämlich ist Godzilla nur Prime-Fisch. Ich glaube, das soll wahrscheinlich kontaminiert oder halt so sein. Das craftet ihr aus rohem Fischfilet und Uranium-Dust. Das benötigt im Endeffekt Godzilla zum Essen. Und ja, das ist halt wiederum der nächste Aspekt, dass man das hier auch noch, und das kann auch ablaufen. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr das jetzt hier irgendwie lagern könnt, ja. So ist es jetzt nicht, ja. Also er kann schon, aber halt nicht Ewigkeiten. So, haben wir das alles durchgemacht und ihr habt euren Godzilla großgezogen. Natürlich habt ihr dann euren Godzilla. So, ich finde, grundsätzlich ist das Ding nicht verkehrt. Es ist recht groß, es hat sehr viele Möglichkeiten. Gerade die Springmöglichkeit hier ist halt, ja, wow. Also es kann halt ultra hoch springen, wenn man mal guckt vom Boden her. Ja, also damit kommt ihr wahrscheinlich überall rum. Ihr habt auch kein Problem mit Bäumen. Also hier, wenn jemand fragt, oh, durch den Wald laufen, kein Problem. Ihr seht, wir klappen hier alles weg. Also gar keiner mehr doch roden. Damage-mäßig, ich bin im Singleplayer. Oh, hier war eine Note. Man kann jetzt nicht den Schaden, ich meine, ich habe Level 1er. Man kann jetzt den Schaden nicht so, kann sein, dass er bei euch natürlich ein bisschen niedriger oder höher ist. Der normale Schlag macht hier 21.000 Damage. Ja, das ist wirklich schon hoch, muss man sagen. Es ist halt eher so eine Art Boss-Kreatur. Wir haben natürlich auch hier unseren altbekannten Strahl von Godzilla hier. Ja, also den habe ich natürlich auch. Das ist so ein grüner Atem, um Gegner wegzuhauen. Wir haben auch einen, so eine Art Betäubungsschrei, den gibt es hier auch, den kann man auf R machen. Damit könnt ihr im Endeffekt Gegner betäuben, die im Umfeld liegen, ja. Das ist schon ein krasser Move, was das Teil so eigentlich drauf hat. Ihr könnt mit dem auch schwimmen, ja, also auch hier ist, ich meine, Godzilla, wenn er nicht schwimmen könnte, wäre natürlich, aber ihr seht, das Schwimmen ist hier ein bisschen komisch, man sieht halt echt eine doofe Sicht. Man muss da wahrscheinlich einfach das Wasser ausschalten, also den Nebel ausschalten, besser gesagt, im Wasser so. Aber ihr seht hier, die Animation hat man gerade eben gesehen, er kann schwimmen, hier sieht man es ganz gut. So, im Wasser habt ihr einen weiteren Angriff, das heißt, im Wasser ist euer Rechtsklick, was normal der Atomatem ist, ist im Wasser so ein kleiner Whirlpool-Angriff. Das heißt, ihr könnt damit im Wasser auch angreifen, um Fische zu killen, ob einen Tuso zu killen, was auch immer ihr damit killen wollt. Und ihr seht auch, der Schaden ist auch hier 26.000. Also ihr macht mit eurem Godzilla schon gut Ramba, ja, also geht gut ab. So, wie gesagt, dann haben wir halt, wie gesagt, diesen Schrei, der wie nicht immer klappt. Wir haben auch die Möglichkeit, was zu crabben. Ich habe aber nicht genau rausbekommen, wie er das macht. Wir haben noch hier diesen Rundumschlag, den haben wir auch noch. Laut dem Discord von dem Modder würde er auf eher Dinos tragen. Aber ich habe nichts rausgefunden, wie das genau funktioniert, weil er crabbt bei mir nicht. Ich habe das nicht hinbekommen, dass er irgendwie den Crab, also eine Dinos, also eure Kreaturen oder wilde Kreaturen, grabben kann, keine Ahnung, aber er soll es angeblich können. Kann auch sein, dass es vielleicht aktuell nicht geht und es kommt per Update. Das kann natürlich sein, oder das kann ich natürlich nicht beeinflussen, wenn das natürlich nicht funktioniert. Oh, komme ich? Ne, ich komme nicht rüber. Abgedacht, vielleicht habe ich es darüber. Wie gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, so einen Stun-Angriff zu machen, dass er so schreit und im Endeffekt dann alle Kreaturen im Umfeld so hinbekommt, dass sie halt im Endeffekt gestunt sind. Ich glaube, das teilt sich den Cooldown mit dem Atem, weil ihr habt ja den Atem, auch dazu gibt es, da habe ich leider keine Info gefunden. Bei manchen Mods ist leider die Info an, ist halt ein bisschen wenig, ja. Leider kriegt man nicht immer irgendwie die volle Informationsvielfalt, wie genau Cooldowns funktionieren. Ingame wird auch hier nichts angezeigt, ich sehe hier keinen Cooldown, der mir irgendwie sagt, okay, ich kann jetzt etwas nicht machen. Deswegen ist immer ein bisschen schwer, ein paar Sachen einzuschätzen, ja. Also ich kann euch sagen, wir haben hier diesen Klauenangriff, wir haben diesen Rundumschlag, den wir eben hatten. Wir haben, wie gesagt, dieses Beißen, wir haben den Atomatem, also
auch der geht gerade nicht. Also ich gehe von aus, wir haben eine Art kleinen Cooldown, um gewisse Attacken einzusetzen. Ich kann euch mal gleich diesen Einschlafangriff mal zeigen. Wir werden mal ganz kurz gucken, wie lange der Cooldown jetzt hier geht. Gucken wir mal. Ich werde jetzt mal einfach ganz kurz hier einfach mal warten. Achso, ganz wichtig. Ihr könnt ihr normalerweise auch nicht ohne Sattel reiten. Das geht jetzt gerade, weil das der aus dem Cheat war. Dann geht das. Normalerweise braucht ihr für Godzilla auch einen Sattel. Ja, also normalerweise habt ihr hier noch so einen Sattel oben drauf. So, und ihr seht, das ist jetzt der Brüllangriff, der ringsrum um uns herum Kreaturen zum Einschlafen bringt. Ja, die sind eingeschlafen. Zack, also ihr habt gesehen, die haben gepennt. Also es ist auch noch ein Massenbetäubungsgerät. Der ist ziemlich OP. Ich weiß nicht, wir könnten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn vielleicht nutzt, wie ihr ihn nutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht bei einem Event ganz lustig sein könnte, dass der Admin vielleicht so einen steuert und man halt den irgendwie angreift. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das möglich ist, weil er ist halt schon eine Maschine. Also ich glaube, da müsstest du schon irgendwie besonders gegengehen. Das, also ja, ich weiß nicht, wie man ihn nutzen sollte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn bei euch nutzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mal eure Meinung zu Godzilla. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.